Solo. Genehmigt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge vom Towntown Talk Solo Edition. Mein Name ist Matze und heute möchte ich euch den Jedi-Kodex etwas näher vorstellen. Dazu nutze ich das Buch Der Jedi. Der Jedi-Kodex von Großmeisterin Faye Coven. Seit 40 Jahren lebe ich schon nach dem Jedi-Kodex, der mir Halt gibt, so wie auch du es tun sollst. Er ist die Philosophie des Jedi-Ordens. Er ist ein Versprechen, die Bewohner der Republik zu schützen. Er beschreibt unser Verhältnis zur Macht. Als Jedi musst du seinem Geiste getreu handeln. Tag für Tag sollst du dich fragen, verstehe ich ihn wirklich? In der klassischen Form, wie ihn Homonix Rectonia während der frühen Mandaron-Periode niederschrieb, umfasst der Kodex 5 Kernsätze. Es gibt keine Gefühle, es gibt Frieden. Dieses Motto gilt für jeden Meditation und für jeden Kontakt mit anderen. Es bekräftigt das Ideal eines jeden Jedi, nicht unbesonnen zu handeln und die Taten anderer mit Blick auf die vereinigte Macht zu sehen. Es gibt keine Unwissenheit, es gibt Wissen. Wer diesen Leitsatz nicht verinnerlicht, ist schnell verängstigt. Und Angst ist der Pfad zur dunklen Seite. Das Archiv der Jedi beherbergt den größten Hort an Wissen in der Galaxis. Es gibt keine Leidenschaft, es gibt Gelassenheit. Diese leichte Abwandlung des ersten Satzes erinnert daran, stets beherrscht vorzugehen und richtet den Blick auf persönliches Verlangen. Einige Interessen darf man nie über die Mission stellen. Es gibt kein Chaos, es gibt Harmonie. Wer die Fäden nicht sehen kann, die alles Leben verbinden, hält vieles für zufällig und ohne Sinn. Jedi haben ein Gespür für das große Ganze und den Willen der Galaxien. Es gibt keinen Tod, es gibt nur die Macht. Alles stirbt. Doch die Macht lebt weiter. Als Wesen, die im Schatten der Macht leben, sollten wir das Ende unseres vertrauten Daseins nicht übermäßig betrauern. Wir sind Teil einer weitaus größeren Energie und haben eine Bedeutung im kosmischen Gefüge, die unsere Vorstellung übersteigt. Die Schriften des oberen Mandaron und Draglush kennen weitere, auch kontroverse Lehren. Doch ein Jedi muss für ein Leben als begabter, aber demütiger Verteidiger des Rechts nur die Hauptlektion kennen. Ja, das, liebe Hörerinnen und Hörer, war ein kleiner Auszug aus dem Buch der Jedi von Lucasfilm. Geschrieben hat es J.W. Rinsler, der Verlag Carol Roeder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch gut unterhalten. Des Weiteren wünsche ich euch viel Gesundheit und ich hoffe, wir hören uns wieder. Möge die Macht mit euch sein. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch.